Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Episode von Pokémon Mond Spin the Wheel Edition, Part Nummer 7, Leute. Wir sind hier in der Vegetationshöhle mit dem She-Male Illima und ihr könnt mir nicht sagen, dass der Typ nicht weiblich angehaucht ist. Ich meine, come on, guys, guckt euch das mal an. Der Typ hat pinke Haare. Welch absurde Frage. Ich bin eine Lady. Ich mache Lady-Sachen. Ich habe absolut nichts gegen Leute, die pinke Haare haben, aber es ist... Trigger. Ja gut, nachdem wir das Beleber gefunden haben, werden wir unsere Reise fortsetzen, Leute, und finden einen Supertrank. Der ist schon viel, viel besser in unserer Challenge, auf jeden Fall. Und Leute, ihr seht es vielleicht, ich bin nicht mehr ganz so rot. Hat sich alles wieder normalisiert. LOL, dass das so angeschossen kam, hätte ich nicht gedacht. Und ich glaube, wir können die Pokémon hier nicht fangen. Kann das sein, wenn... Ich habe es eh schon verkackt im letzten Part. Ich kann es aber gucken, ob ich mich aufregen soll oder nicht. Aber ich glaube, man kann die Pokémon hier nicht fangen. Bitte, 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 bitte. Ah, okay. Alles safe, Leute. Wir können die hier nicht fangen. Ich hatte recht. Ja, wie gesagt, euer Lieblingsprojekt hier, hoffentlich auf dem Kanal. Die letzte Folge ging, was auch immer. Ging relativ viral, würde ich sagen. War echt richtig geil. War ApoRed im Zimmer. Es standen schon wieder in den Kommentaren, wo ich als nächstes drehen soll. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das machen werde. Mal schauen, wann wir die nächste Route erreichen werden. Vielleicht werde ich diese Route hier auch gar nicht mitzählen, weil wir haben ein Pokémon gesehen und... Ich denke mal, aber ihr wollt, dass ich hier noch ein Pokémon fange. Von daher werden wir auf jeden Fall heute noch eine Route mitnehmen, Leute. Auf jeden Fall, also... Du hast noch ein Pokémon besiegen. Kein Problem für uns. Kein Problem, ey. Werden wir doch machen. Nee, aber ihr wisst, was ich meine, Leute. Und ich muss auch irgendwo Team Sky sein. Und eine TM ist ja auch irgendwo. Jawollo. Durch. What? Eine 70er Kampfattack. Das kann Gillette lernen. Safe Call. Das kann fast jeder lernen. Alter, ist das OP. Wie kann man denn so dämlich sein und so... Ja, ich mache Energiefokus weg. Wie kann man so eine Attacke denn in das Spiel reinbauen? Durchbruch. 75er Step sogar. Das kann ich jedem Pokémon beibringen. Das ist so eine heftige Attacke. Das ist stärker wie Tackle, auch wenn Tackle Step bekommt auf Velusia. Das kommt ja nicht mal annähernd dran an Durchbruch. Ja, und Durchbruch gegen alle normalen Unlicht-Pokémon dieser Gen. Please. Please. Das lernen wir auch noch Kindwurm hier. Komm. Das ist ja mega unfair. Raserei, komm, weg damit, Leute. Ich hab richtig gute Laune, wie gesagt. War heute schon 2-3 Stunden in der Sonne, hab ein bisschen getankt, ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, ein bisschen den Tag genossen, hab was gegessen und bin jetzt bereit, auf jeden Fall hier weiterzumachen, Leute. Ein bisschen in Vegetationshöhle zu... da ist das Ratzfratz, was noch ein bisschen Spielchen mit anspielen wird. Aber wir werden es austricksen, Leute, keine Panik, wir krabbeln hier durch. Und sind jetzt hier ganz cool versteckt. Supertrank wieder. Also man braucht keine Items kaufen bisher. Das ist so nice. So, hier ist das Ratzfatz drin. Und wir gucken mal rein. Jetzt sollte normalerweise oben rauskommen. Da ist der Boy. Der ist ein kleiner Trickster, der Typ. Der ist ein kleiner Trickster. Jetzt muss man nämlich mit, ich glaube, dem Typen hier oben reden, dass er davor geht. So, yo, bitte helf mir mal. Prüfungshelfer. Ja, ja. Achso, der hilft mir doch nicht so, wie ich dachte. Ich dachte, er sagt jetzt so, yo, ich stell mich vors Loch. Irgendwie nicht, nein. Das ist erst so, yo, ich guck nochmal rein, jetzt verarscht er mich dort vorne, okay. Dann verarscht er mich halt jetzt hier vorne. Ist Team Skull nicht noch irgendwo auch dabei? Team Skull muss auch noch kommen. Das habe ich alles im Kopf noch. X-Abwehr könnte hilfreich sein. Nehmen wir alles mal mit. So, wir gucken in das Loch rein, es ist leer und Trigger. Ja, schon wieder dahinter. Ja, nice. Also, eigentlich... Ich meine, Team Skull kommt doch. Yo, yo, yo. Was geht ab, Jungs? Yo, yo, yo. Guck mal, ich wusste den Text vorher schon. Rache für die Abreibung. Nicht für die Abtreibung. Abreibung. Logo, Alter. Komm her. Ich regel das. Wir regeln das. Wie talkst du? Wie talkst du eigentlich mit mir, Vater? Du attackst mich hier von der Side of Life. Die Abtreibung der Team Skull, Leute. Also, ihr wisst auf jeden Fall, Nachwuchs wird auf jeden Fall nicht mehr kommen, weil Zero hier der Abtreiber ist. Ne, also, wer sich mit mir anlegt, Leute, ne, der verliert seine Kinder. Ne, Spaß beiseite. Komm mal, Alter. Bam, bam. Hier, er macht schon den hier so. Komm her. Zeig mir, was er kann. Oder zeig mal, was du kannst. Ich liebe die Team Skull Female. Die ist so geil, ey. Die ist so nice. Ich liebe alles in dem Spiel. Das ist so krass. Und das Ganze wieder zu erleben jetzt hier mit euch wieder. Macht das Ganze noch viel schöner. So, da haben wir ein, ja,
Traumado, die gute Angela Merkel, ne, wie ich es ja mal getauft habe. One-shotten wir uns das Ding nicht, wir gehen für den Donnershock, wie viel Damage trotzen wir raus. Gut. Oh, es geht. Fund, resisted. Ich habe Angst, wenn er Confusion drückt. Das wird ein bisschen Damage machen. Wenn er das schon kann. Aber wir machen auch so ganz gut Damage. Fund. Aber irgendwie, wir können auch zweimal auf Donnerblitz oder Donnershock eher drücken und dann war es das auch, ne? Von daher bleibe ich immer drinne und gönne dem Avatar. Oh, die Para. Komm, Full Para, Full. Na, schade. Keine Full Para für uns, aber immerhin, ne? Also, gehext. Hex, Hex. Gut gemacht, Avatar. Gut gemacht. Und da ist das Pedo-Monster auch schon kaputt. Ist das Level Up? Oh, yeah, ist das Level Up. Level 12 für den Avatar. Und ich würde sagen, es wird Zeit, dass Gillette mal wieder ein bisschen rasiert, Leute. Deswegen packen wir Gillette noch nach vorne jetzt. Wie er guckt, ey. Wow, was geht jetzt ab? Ich check nicht. Da brummt mir der Schädel, Alter. Ist das Bike zu stark oder sind wir zu schwach? Bist du zu schwach? Sind sie zu stark? Fisherman's Friend. Sind sie zu stark? Bist du zu schwach? Ist das nicht hier dieser Fisherman's Friend? Ihr seid Fisherman's Friend, Alter. Richtig geile Typen. Was hat er denn jetzt? Aber jetzt mal im Ernst. Hä? Achso, hinten ist ein starkes Pokémon. Ja, ist kein Problem. Wir machen das schon. Keine Panik. Ich brauche trotzdem eure Hilfe jetzt oder von irgendjemandem eine Hilfe, weil... ihr helft mir. Ihr seid ja super nette Typen. Ich würde sagen, wir testen auch gleich den Durchbruch auf Stufuhl. Zack. Stufuhl ist krass, Leute. Stufuhl ist krass. Das wird ein absolutes Monster werden. Ich hätte ihn erst gerne Glückskeks genannt, aber das Ding ist halt einfach, kann ich nicht. Weil es hat schon einen Namen. Ne, das ist leider nicht mehr möglich. So. Wir gucken in die Höhle rein. Ratatata! So heißt das Ding ja. Ratatata. Radikal kommt das schon raus. Okay, war das nicht... Nee, der Herrscher ist es noch nicht, ne? Der Herrscher ist es noch nicht. Wusste ich gar nicht, dass jetzt schon Radikal kommt. Ich meine, wir treffen es eh vierfach, von daher... Durchbruch, das Ding weg, Alter. Man hat ja mega den Vorteil im Pokémon Mond, ey. Weil im Pokémon Sonne hat man nur Manospector, was nur normal, also effektiv trifft. Und Durchbruch ist vierfach effektiv gegen Radikal. Das ist ja mega easy dann, ey. Also haben wir die Pussy-Version, Leute. Wir haben die Pussy-Version. Das Ei ist viel zu leicht. Boah, nee, Stufuhl. Der Glückskeks, ey. Was sagt ein Konfuzius heute? Sehr gut, Konfuzius. Du hast deine Pokémon alle besiegt. Und ich würde sagen, es wird rasiert, Leute. Bevor irgendwas kommt, schärft eure Klingen, euren Verstand. Und jetzt wird rasiert. Mit Gillette, den neuen Power Fusion. Und ihr habt mir auch in die Comments geschrieben, wie ihr mal Metallmantel bekommt. Großen Dank dafür nochmal. Finde ich ultra cool, dass wir so eine Community-Aktion einfach draus machen, dass wir einfach... Ich sag euch was, ihr beantwortet mir das. Ihr habt geschrieben, glaube ich, Panzer und kann Metallmantel tragen und Metanks, die man jeweilig fangen kann. Von daher muss ich mir das da irgendwie erfarmen, Leute. Deswegen, aber wird möglich sein, denke ich mal. Bevor wir irgendwas machen, gehen wir auf No Risk, No Fun. No, no way, Leute. Wir geben eine Zitrusbeere natürlich unserem Gillette. Und eine Sinelbeere geben wir auf jeden Fall. Dracula könnte vom Nützen sein. Und ich würde sagen, wir geben noch eine Sinelbeere den guten Verlusi. Obwohl, eigentlich wäre gar nicht mal so dumm zu... Eigentlich wäre es gar nicht so dumm, Dings eine Beere zu geben hier. Magnetile oder einen Trank wenigstens, ne? Weil das eigentlich ein guter Switch-In ist. Ich glaube, das machen wir auch. Wir füllen ihn wenigstens komplett mal auf. Dass wir den als safen Switch haben, falls es wirklich zu schwer sein sollte, Leute. Ihr wisst es ja, radikal ist radikal. Wir wollen jetzt Z-Stein haben. Für unseren Z-Armreif, Leute. Ihr wisst es, ihr wisst es. Oh mein Gott, Randy Orton, Randy Orton, Randy Orton. Und RKO out of nowhere. Radikal, der Herrscher der Vegetationshöhle, greift an. Oh yeah, Goy! Dear Boy! Und jetzt, Super Saiyajin! Boom! Er ist super duper Saiyajin, Leute. Er ist ein richtig krasser Boy. Wie groß und fett er auch ist, ey. Aber Leute, wir haben fucking Gillette. Und noch kann er nicht um Hilfe rufen. Ich will nicht sagen, dass das One-Shot ist. Aber es ist One-Shot.
Hero spielt den Pussy-Mode. Kein Problem war das, Leute. Kein Problem. Du besiegst Radikal Herrscher. Leute, das war doch abzusehen, oder? Ich und mein Team. Und wir kriegen den allerersten fucking Z-Stein nun für unser Z-Armreif, Leute. Denn wir haben den Z-Armreif ja hier, ne? Habe ich ja immer dabei, in meiner Hosentasche. Bin gespannt, wie der Tanz ist. Weil den müssen wir ja nachtanzen, Leute, ihr wisst es ja. Ne, also. Aber erstmal nehmen wir uns jetzt den Z. Oh, der blaue, Leute. Bam! Habe ich das cool synchronisiert? Ich hoffe. Hoffe, das war cool genug. So, du hältst den Z-Kristall Normium Z. Normalium Z ist das, aha. Was du gerade erhalten hast, ist der Z-Kristall des Typ Normal. Er wird auch Normium Z genannt. Ach, ehrlich! Mensch, das stand ja gar nicht da. Oh, fuck. Jetzt muss ich den Tanz merken, Leute. Ich habe nicht aufgepasst, aber ich probiere es, Leute. Weiß nicht, ob das so richtig ist. Aber wir probieren das noch einmal, wenn wir den wirklich auch einsetzen sollten. Klingt besser. Klingt besser. Alter, der Normium Z ist ja mega OP auf Stufool, Alter. Alter, das sehe ich ja jetzt gerade erst, ey. Das wird ja ultra krass. Das Spiel, Leute. 20. Oh, er schickt mir auch noch Superbälle. Komm, ich lass den einfach rum hier. Komm, ich wollte ihn gerade abmachen, aber komm, wir lassen ihn an. Und seht ihr das? Der Grüne hier, ne? Der wird einfach komplett aufgesogen durch den Greenscreen, ey. Richtig witzig. Ah, cool. Nee, aber freut mich. Wie gesagt, dass wir das easy erledigt haben. Unser Team wird sogar noch aufgeheilt. Aber wir haben ja noch eine Herausforderung. Und zwar ist das der King Halla. Halla, Halla, Halla. Ne? Und wir haben hier auch noch, hier haben wir die Möglichkeit später einen Wuffel zu fangen, glaube ich. Oder irgendwas anderes, auf jeden Fall gibt es hier noch, da oben noch eine TM und irgendwas, genau, oder gibt es hier nur eine TM, ich weiß es gar nicht. Wir werden auf jeden Fall später mit Tauros nochmal wieder herkommen, aber das hat noch Zeit. Auf jeden Fall ist jetzt hier, Leute, hier, jetzt dürfen wir hier Pokémon fangen. Ne? Von daher, aufgepasst. Oh! Ist das ein Alola Ratzfratz? Ist das ein Alola Ratzfratz? Es ist ein Alola Ratzfratz. Und das ist unser Encounter für diese Route, weil dieses Pokémon dürfen wir auch fangen. Nein, werden wir es auch fangen, Leute. Von daher, was tötet das Ding nicht? Alles bekommt eigentlich Verfolgung. Das sollte eigentlich überhaupt nicht töten. Es kriegt zwar Techniker-Boost, aber... Ja, easy nicht, ey. Easy nicht. Und Biss hat daneben getroffen. What? Warum hat Biss nicht getroffen? Ich meine, wir sind fucking Gillette, ja, ne? Also, uns will man gar nicht treffen, aber... Nein. Nein, bitte keine Hilferufe. Gut, dass du keine Freunde hast. Hello, Darkness, my old friend. Your friends come to you to talk irgendwann anders again. Was nehmen wir denn hier? Wir nehmen mal einen Superball. Ein Superball throwing wir! Bam! Damn! Und dann schauen wir mal, ob wir den Boy fangen können. Easy. Easy. Easy! Leute, ich würde sagen, bevor wir das Ding benennen, gehen wir jetzt ein bisschen Party machen. My vision is distorted by my sleazy mind. Too picturesque an image to control this time. My intimate discriminating fears you test. Wow, Leute, 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 was macht ihr denn hier? Das ist nichts für Kinder unter 18, ich muss auch weiter, tschüss. Leute, wir sind hier im Stripclub und ihr habt hier gar nichts zu suchen, wisst ihr das? Wisst ihr das? Und deswegen habe ich hier meinen Rat, es haben Leute in die Kommentare geschrieben, ja, ich weiß, es gibt hier Stellen, die hier nicht wirklich erfasst werden, dank dem Greenscreen. Danke dafür, Aybladi. Aber wir werden jetzt drehen, Leute. 3, 2, 1, let it rip! Puh. Und hoffentlich bekommen wir was Cooles. Autofokus! Autofokus! Danke! Danke! Danke!
Come on, 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 come on. Wir behalten das Alola. Rotz, rotz, rotz. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde euch ja echt richtig gut, ne? Also danke, dass wir dafür allgemein, dass wir diese Combination haben. Ihr mit den krassen Ideen, ich mit der behinderten Umsetzung. Das ist echt krank. Das ist echt krass geil, Leute. Ich nenne den Boys. Nenn ihn Stripper. Oder wie kann man den nennen? Oh, wie hieß dieser Film noch, Alter? Er ist männlich. Warte, ich weiß, wie ich ihn nenne. Ich muss bloß den Namen vom Film wiederfinden. Ah, ich weiß, es ist Magic Mike. Es ist Magic Mike, Leute. Magic Mike. Oh, perfekt, das wär's. Kennt ihr Magic Mike? Ihr kennt Magic Mike, oder, Leute? Ihr kennt Magic Mike. Wenn ihr ihn nicht kanntet, oh, dann kennt ihr ihn jetzt. Und ja, das habe ich gerade aus meinem Hintern gezogen. Too much informations. Egal, wir gucken uns Magic Mike mal an. Was für Stats der Boy hat. Magic Mike. Hat Übereifer. Erhöht den Angriffswert, aber senkt die Genauigkeit. Ist not bad. Das wird auf jeden Fall, beziehungsweise deswegen hat er mit Biss auch nicht Jet getroffen. Ich meine, der hat noch irgendeine andere Fähigkeit, aber ich meine, Übereifer ist schlechter wie die andere. Weiß ich jetzt aber nicht. Deswegen müsste ich nochmal nachlesen, beziehungsweise gucke ich mal eben nach. So Leute, ich habe nochmal geguckt und zwar kann es noch Völlerei und Speckschicht jeweilig haben. Speckschicht per versteckte Fähigkeit, das heißt, das haben wir gar nicht erreichen können. Aber wenn ich mir Völlerei und jeweilig Übereifer angucke, finde ich Übereifer doch besser. Ja doch, ja doch. Von daher haben wir doch wohl das perfekte Radfratz eigentlich bekommen, was wir bekommen können. Und im Rahmen ist es ebenfalls drin jetzt. Wir haben 6 fucking Pokémon zur Zeit, das ist echt krass viel, Alter. Das Einzige, was jetzt noch toppen kann, wäre ein Shiny jetzt einfach so. Wisst ihr, so, badam! Naja, aber wenn wir hier mal ein Shiny bekommen, ey. Ich hab mir auch so überlegt, ich habe nämlich gestern so Shiny-Videos angeguckt von Speedrunnern, die Shinies bekommen mit Speedruns. Einfach ein Pokémon-Spiel spielen, bis man Shiny bekommt, die ganze Zeit, so, wisst ihr? Es kann so 1000 Parts werden, es kann auch nur 3 Parts werden. Wäre das interessant? Würde ihr euch dafür interessieren? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde mich dafür auch nicht interessieren, so. Mal schauen aber, mal gucken. Vielleicht kann man da mal was Ähnliches mit machen. Hallo, ich bin's wieder, Captain Elima, falls du Alzheimer hast und das vergessen hast. Ich weiß, dass du fucking Captain Elima bist. Ah, jetzt ist die Barriere weg. Das war Magic. Ist die Geschichte wahr? Hat er wirklich mit seiner Hand diese Mauer zerstört? Das alles und viel mehr erfahren Sie in der nächsten Folge von Pokémon. Nackte Tatsachen mit Professor Kukui, der meine Mutter dort hinten vergewaltigt hat! Im Strip-Lokal. Vielleicht gibt er mir jetzt Props dafür, so, ey, yo, du hast eine gute Figur abgegeben im Strip-Lokal, Zero. Oh, ich krieg eine Belohnung, ey. Ich krieg eine Belohnung. Oh, jetzt zeigt er mir nochmal, wie das geht hier alles mit dem Strippen, Leute, also. Ich fand, ich hab mich schon, naja, ich hab keine gute Figur abgegeben, ganz ehrlich. Ich hab einfach improvisiert. Also, falls ihr das nochmal sehen wollt, ne, 2000 Likes, dann werde ich nochmal strippen. Vielleicht sogar komplett blank. Oh mein Gott, Alter, was mache ich denn? Das wäre... Ich verkaufe mich gerade unter Wert. Ich verkaufe mich gerade unter Wert, ey. Nee, sowas mache ich nicht, Leute, sowas mache ich nicht. Aber ihr seht schon, ich habe schon Badeshorts hier an den Videos. Also, falls ihr jetzt denkt, so, was ich da anhabe für eine Boxershorts. Nee, Leute, es ist eine Badeshorts. Ich war nämlich gerade draußen und da habe ich noch meine Badehose einfach angelassen. Warum ich eine Badehose habe, ist einfach chilliger. Ja, Professor Kukui, zeig mal, was du kannst. Setz den Überblick, wäre ultra geil! Aber nein. Magic Power, guck mal, wie aggressiv Wuffels gleich guckt, ey. Vergewaltigungsangriff. Der Abtreibungsangriff ist das, Leute. So rammt man jetzt den Gegner in den Bauch. Boom! Au. Tschüss, Fukano. Das Ding steht nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, ist das Spiel abgebrochen? Irgendwie kam gar nichts mehr. Okay. Danke dafür, Kukui. Ich nehme jetzt schon eine halbe Stunde auf. Ich weiß nicht, ob das langt. Aber ich würde sagen, es langt, Leute. Ich würde sagen, es langt. Kurzer, knackiger Part heute mal. Am Montag. Ich hoffe, ich habe euer Montag ein bisschen versüßt, Leute.
Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen hoch klar lassen. Würde mich freuen. Deswegen. Und Leute, ich wünsche euch ebenfalls noch, wie gesagt, einen wunderbaren Tag. Macht's gut. Denkt immer dran, Leute, hier immer weiterhin Gas zu geben in den Kommentaren. Und wie es aussieht, bekommen wir hier eine neue Route nämlich auch. Das heißt, im nächsten Part wird es auf jeden Fall wieder ein Spin the Wheel geben, Leute. Vielleicht werde ich ihn heute noch aufnehmen. Vielleicht werde ich ihn auch aufnehmen. Erst, nachdem ich eure Kommentare gelesen habe. Macht's gut, bis nächstes Mal und ciao, euer Zero.